Der Patch 1.7.1 ist da und damit ganz herzlich willkommen zu einem Video zu den Patch Notes, die heute herausgekommen sind, heute Morgen. Und zwar schauen wir uns diesen Changelog im Detail an und natürlich schauen wir uns auch die neuen Fahrzeuge an, die heute hinzugekommen sind. Und zwar handelt es sich dabei um die Valtra Series A, N, T und Q. Wir fangen mit dem Changelog an, wie immer, und zwar gehen wir diesen einzeln durch. Und zwar kommt der erste Punkt, Fehlerbehebungen und Änderungen. Das sind verschiedene Sachen, da ist nichts weiteres im Detail zu sehen. Des Weiteren verbesserte Qualität mit Fidelity FX Super Resolution 2. Anzeige der Fahrtrichtung bei aktiviertem manueller Schalten ist korrigiert worden. Die Fruchtzerstörung des John Deere R7 oder 7R mit der Trelleborg Pflegebereifung Konfiguration wurde behoben. Dann betrifft der nächste Punkt nur die PS4 und zwar Unterstützung für die Logitech Räder behoben. Dann gab es viele visuelle Korrekturen und zwar betreffend dem Class Xerion 5000, dann den Class Axion 800, den Class Liner 4900 Business, dann für den Vervet Hydrotrike, dann auch visuelle Korrekturen für den MAN TGS und TGS LKW, dann festes Schema für den MAN TGX 26640. Und dann wurde das Markenlogo von Valtra aktualisiert und die Lichter an der Valtra G-Serie wurden auch aktualisiert. Das heißt, die G-Serie, die war ja schon im Spiel enthalten, genauso wie der Valtra Valmet. Und deswegen gehen wir die nicht jetzt heute durch, sondern wir schauen uns definitiv nur die neuen Fahrzeuge an, die hereingekommen sind. Hier haben wir die Traktoren stehen. Wir haben hier den Valtra A, die Valtra N, die Valtra T-Series und zwar haben wir zwei Versionen von der T-Series und die Valtra Q-Series. Wie gesagt, die Valtra G-Series und der Valmet 8750 ist bereits in dem Spiel dabei, deswegen schauen wir die uns heute nicht an, sondern wir schauen uns die A-Series, die N-Series, die T-Series und die Q-Series an. Wir starten natürlich mit der A-Series, das ist die kleinste Version. Der kommt mit einer standardmäßigen Leistung von 105 PS, wird manuell und lastgeschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 175 Litern, 31 Litern DEF, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, das Gewicht liegt bei 4,8 Tonnen und kostet 76.500 Euro in der Standardausführung. Vorne können wir ändern vom Dreipunkt zum Frontgewicht und zwar 0 Kilo. 120 Kilo, 240 Kilo, 360 Kilo, 480 Kilo und 600 Kilo. Oder wie gesagt, der Dreipunkt vorne. Hier macht wahrscheinlich der Dreipunkt am meisten Sinn, weil man kann ja immer noch ein zusätzliches Gewicht vorne anhängen. Dann gibt es die Reifenhersteller, die gewählt werden können zwischen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Vredestein, Nokian und Trelleborg. Ich gehe die Reifenvarianten bei der Trelleborg-Variante einmal durch. Einmal Standard, gibt es einmal die mit Radgewichte, dann die Breitreifen auch mit Gewichten, dann Breitreifen 2 auch mit Gewichten. Dann gibt es die Pflegebereifung, die Zwillingspflegebereifung hinten, dann die Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung rundherum und wieder zurück zu Standard. Dann den Frontladeranbau können wir haben von Quickie und von Hauer und das gilt für alle Traktoren, die heute hinzugekommen sind. Bei der Motorenausführung haben wir den A105 Hightech mit 105 PS, dann haben wir den Salben mit Hightech 4 mit auch 105 PS, da ändert sich nichts dran. Da haben wir die 115er Variante und dann haben wir auch die Hightech 4. Variante und die 125er Version mit 125 PS und die 135er Version. Dann hier können wir die Hauptfarbe wählen aus dieser Farbpalette hier und die Felgenfarbe kann aus derselben Farbpalette gewählt werden. Als nächstes schauen wir uns die N-Series an, das ist diese hier. Kommt mit einer standardmäßigen Leistung von 145 PS, wird ebenfalls manuell und lastgeschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 235 Liter, 45 Litern DEF, 50 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, 6,5 Tonnen wiegt dieser und kostet standardmäßige 110.000 Euro. Hier gilt dasselbe mit dem Frontanbau, 3 Punkt, Frontgewicht, 120 Frontgewicht, 240, 360, 480, 600
und zurück. Das mit den Reifenvarianten haben wir schon einmal durchgegangen, und zwar in der Trelleborg-Variante. Das gehen wir also nicht nochmal durch. Dann gibt es bei der Dachvariante gibt es die Standardversion oder Skyview-Version. Das ist also diese Version, kann man auch oben raus sehen. Dann bei der Rückfahrteinrichtung, und das gilt für alle zukünftigen Traktoren, die von Valtra kommen, also die wir heute angucken, also die N-Series, die T-Series und die Q-Series. Da können wir hier den Twin Track einrichten. Das heißt, wir haben hinten ein kleines Lenkrad, wenn wir rückwärts fahren. Dasselbe gilt auch für die Skyview. Das ist also auch für die N, T und Q Series immer Standard, was man hier wählen kann. Bei der Türvariante gibt es das Panoramafenster hier auf der rechten Seite, oder man kann eine zweite Tür einbauen. Die Innenraumvariante gibt es Design 1, das ist die helle Variante, gibt es das Design 2 mit der dunklen Variante. Frontladeranbau haben wir gesagt, Quickie und Hauer. Und dann hier bei der Motorenausführung, dann haben wir den N135 Active, das ist also der manuell geschaltete, den Versu, das ist also lastgeschaltet, den Direct, das ist also der stufenlose automatisch geschaltete Version. Da gibt es jeweils drei Versionen, zwar jetzt hier die 135er Serie mit 145 PS, dann haben wir die 155er Serie mit 165 PS, da gibt es auch die drei Varianten, die 175er Serie mit 201 PS, da gibt es auch die zwei oder drei Varianten, und dann geht es zurück zu der ersten Version. Die Hauptfarbe hier haben wir die ähnliche Farbpalette, die wir eben gesehen haben, ebenso wie bei den Felgen. Dann gehen wir zu der T-Series, das ist dann die nächstgrößere in der Serie. Und zwar kommt diese mit 210 PS standardmäßig, wird manuell und lastgeschaltet. Hat eine Tankfüllmenge von 380 Litern, 70 Litern DEF, 50 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 7,3 Tonnen und kostet standardmäßige 179.500 Euro. Hier gilt dasselbe für den Frontanbau 3 Punkt, dann gibt es 120, 240, 360, 480, 600 und hier gibt es dann noch die 720er Version und die 840er Kilo Version. Auch hier die Reifenhersteller haben wir schon durchgegangen und haben auch die Varianten bei Trelleborg schon durchgespielt. Dann hier bei der Dachvariante, das haben wir schon gesagt, Skyview. Dann gibt es die Rückfahrteinrichtung, das haben wir auch schon gesehen. Dann das Panoramafenster, das kann auch ersetzt werden mit der zusätzlichen Tür. Innenraumvariante gibt es auch diese beiden Versionen, hell und dunkel. Dann gibt es hier eine Dieseltank-Variante, das ist jetzt die Plastikversion. Und da gibt es noch die Edelstahl-Version. Frontladeranbau haben wir auch gesehen, da gibt es auch hier wieder die zwei Versionen. Motorenausführung haben wir auch schon eigentlich angeguckt. Hier gibt es den 195er mit 210 PS und den gibt es auch in den drei Varianten. Dann gibt es den 215er mit auch den drei Varianten und dann der hat dann 230 PS. Dann haben wir den 235er mit 250 PS und da gibt es auch die drei Varianten. Zu guter Letzt haben wir noch den 255er mit 271 PS und hier gibt es nur die zwei Varianten, und zwar die Active und die Versu Version. Die Hauptfarbe, das ist die ähnliche Farbpalette, die wir schon gesehen haben, ebenso wie bei der Felgenfarbe. Dann haben wir noch natürlich die Q-Series, die sei angeblich ganz vor ganz, ganz kurzem erst der Weltöffentlichkeit präsentiert worden. Also das ist ganz brandneu, also ist eigentlich noch warm vom Fließband. Kommt mit einer standardmäßigen Leistung von 230 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge von Diesel vor 460 Litern, 43 Litern DEF, 50 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 9,3 Tonnen und kostet 202.000 Euro. Die Frontlader-Version gibt es auch hier 3 Punkt, dann Frontgewicht gibt es auch in den Versionen, die wir schon gesehen haben. Zusätzlich zu der 660er gibt es die 780er und die 900er Version. Dachvariante haben wir auch schon gesehen. Rückfahrteinrichtung gibt es auch hier, die Twin Track. Das Panoramafenster haben wir auch schon gesehen. Dann gibt es ein Staufach-Variante, das ist dieses Staufach hier. Da gibt es in der kleinen Version oder in der großen Version. Dann Innenraumvariante haben wir auch schon gesehen, gibt es auch die helle oder dunklere Version. Dann Frontladeranbau haben wir auch gesehen, gibt es auch die zwei Varianten, Quickie und Hauer.
Motorenausführungen gibt es den 225er mit 230 PS, den 245er mit 245 PS, 265er mit 265 PS, den 285er mit 285 PS, den 305er, das ist die letzte Version, mit 305 PS. Hier gibt es jeweils eine Version, weil hier definitiv alles automatisch geschaltet ist. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus derselben Farbpalette, die wir jetzt mehrmals schon gesehen haben. Wir hören uns mal die einzelnen Traktoren an. Das ist also jetzt die A-Serie. Wie gesagt, hier wird manuell geschaltet. Die Gruppen werden auch geschaltet und das ist der Klang. Dann gibt es hier die Ansicht der Beleuchtung, einmal vorne Beleuchtung, hinten rundum Beleuchtung, drei Stufen und natürlich noch die Rundumleuchte, die hier auch aktiviert werden kann, ist ganz klar. Das ist also das, was wir hier haben. Wir hören uns die N-Series an. Also das ist also hier jetzt die Versu-Version. Das heißt also, wenn Sie auf die Gangschaltung achten, schaltet dieser automatisch hoch und runter. Das Einzige, was ich machen kann, ist die Fahrgruppe ändern. Dies mache ich manuell bis zur Fahrgruppe E. Alles andere, die Schaltung der Gänge wird automatisch vorgenommen, je nach Last und natürlich eben, wie gesagt, die Gruppen, die kann ich manuell verändern. Auch hier gibt es drei Lichtstufen und natürlich auch die Rundumbeleuchtung. Dann kommen wir zu der T-Series. Und hier haben wir auch die Versu-Version, das heißt, die wird automatisch je nach Last wird die geschaltet. Und wie schon gesagt, kann ich hier die Schaltgruppe ändern, auch bis zur Schaltgruppe E, also fünf Gruppen. Wie gesagt, also hier können wir die Fahrtrichtung ändern. Das sieht denn so aus. Wunderbar. Hier gibt es drei Lichtstufen und die RUL, die Rundumleuchte. Da haben wir jetzt die Active-Version, auch von der T-Series. Das heißt, hier die wird komplett manuell geschaltet, also aktiv geschaltet, sowohl die Gänge wie auch die Ganggruppen werden hier komplett manuell geschaltet. Alles andere bleibt sich gleich. Wir haben jetzt das konventionelle Dach und hier haben wir gar nichts daran geändert eigentlich. Und hier haben wir das Skyview Dach. Das ist also dieser Unterschied. Dann kommen wir noch zum größten Impact, das ist die Q-Series. Der ist komplett manuell, wird da geschaltet. Das Dach vom Klang her hat man schon das Gefühl, dass der ein bisschen mehr PS hat, dass der ein bisschen mehr Leistung hat. Auch hier. Wunderbar. Auch hier gibt es drei Lichtstufen und die Rundumleuchte ist natürlich bei allen genau dieselbe Rundumleuchte. Ja, das war's schon wieder von diesem Video. Das war ein kurzes Video. Das war der kurze Changelog. Es war ja nicht sehr viel zu sehen. Der Changelog war nicht sehr lang, aber das war auf jeden Fall ziemlich wichtige Sachen, die dabei sind. Und natürlich haben wir, wie gesagt, diese Valtra-Traktoren zusätzlich ins Spiel bekommen. Natürlich kostenfrei. Und ja, jetzt ist auch klar, warum die Valtra-Traktoren nicht von Anfang an sehr umfangreich vertreten waren. Wahrscheinlich war das wirklich von Valtra so gewollt, dass mit der Erscheinung der Q-Series
im Prinzip dann die ganzen Serien hinzugefügt werden. Auf jeden Fall eine schöne Addition des finnischen Herstellers. Eine schöne Sache für jemand, der kleinere oder mittlere Traktoren bevorzugt und trotzdem etwas Modernes haben möchte. In dem Sinne würde ich sagen, wir hören uns später wieder mit den Mods von heute. Bis dann würde ich sagen, danke, tschüss und hasta luego.